Hallo, willkommen zurück zum Arbeitsblatt Strahlensatz. Heute wollen wir den Strahlensatz formulieren und auch anwenden. Wenn man zwei ähnliche Dreiecke vorliegen hat, dann kann man diese immer übereinander legen, so dass man im Endeffekt dann diese Darstellung hat, dass man immer einen Punkt, einen gemeinsamen Punkt ausgehend hat und sich solche Strahlen vorstellen kann. Deswegen heißt der Strahlensatz auch Strahlensatz. Und wenn man diese zwei ähnlichen Dreiecke hat und sie so passend übereinander gelegt hat, dann gelten folgende Beziehungen. Erstens, A' dividiert durch A ist das gleiche wie B' dividiert durch B ist gleich C' dividiert durch C. Das bedeutet, immer die längere Seite einer dazugehörigen Seite dividiert durch die dazugehörige kürzere Seite hat das gleiche Verhältnis, die gleiche Skalierungszahl k, wie in den vorherigen Videos erwähnt, wie von den anderen Seiten, wie b' dividiert durch b, ergibt genau den gleichen Skalierungsfaktor k. Und auch c' dividiert durch c. Eine andere Formel, die gilt, ist a' minus a, das ist diese Länge, dividiert durch a, ist das gleiche Verhältnis wie dieses Stück dividiert durch dieses Stück. Diese zwei Formeln gelten eben genau dann, wenn man den Strahlensatz anwenden kann, und diesen kann man nur dann anwenden, wenn man zwei ähnliche Dreiecke vorliegen hat. Und die Erklärung dazu ist, man hat zwei Dreiecke ABC und A'B'C, die ähnlich zueinander sind, und durch Parallelwinkeln kann man sich dann diese Formel herleiten. Zu der zweiten Formel, man geht von der linken Seite aus, also man nimmt an a' minus a dividiert durch a und formt diese Formel dann um, indem man den Zähler auseinanderzieht, also es zu zwei Brüchen umformt und dann die erste Formel benutzt, um statt a' dividiert durch a das gleiche zu sagen wie b' dividiert durch b, weil wir wissen, das Verhältnis ist das gleiche. Minus 1, weil a durch a 1 ergibt. Und wenn man das dann wieder auf den gleichen Nenner bringt, erhält man somit die zweite Beziehung. Somit erhält man schlussendlich die Gleichung a' minus a dividiert durch a ist das gleiche Verhältnis wie b' minus b dividiert durch b. Nun ein Beispiel dazu. Wir haben diese Skizze gegeben und wir sollen jetzt mit Hilfe vom Strahlensatz, es handelt sich hier um zwei gleiche Dreiecke, weil sie von einem gemeinsamen Punkt ausgehend zwei Strahlen haben und außerdem auch zwei Seiten parallel hier. Somit ergeben sich bei beiden Dreiecke die gleichen Winkel. Wir sollen jetzt die Seitenlänge x und y berechnen. Pausiert hierzu das Video und versucht die Aufgabe zu lösen. Wir kommen gleich zu der Auflösung. Zu der Auflösung. Wir wissen, dass in dem Strahlensatz die Beziehung gilt 5 durch 10 ist das gleiche wie 4 durch x. Das ist die zweite Formel aus dem zuvor erwähnten Strahlensatz. Und dadurch, dass wir eine Gleichung mit einer Unbekannten haben, können wir diese auf die Unbekannte umformen und erhalten für die Seitenlänge x eine Länge von 8. Für die Länge y verwende ich die erste Formel des Strahlensatzes. Y, die längere Seite, dividiert durch die kürzere Seite, der zugehörige kürzere Seite, ist das gleiche wie die längere Seite hier links, dividiert durch die kürzere Seite. Wir erhalten somit wieder eine Gleichung mit einer Unbekannten und können die auflösen nach y und erhalten eine Länge von 12. Beim nächsten Mal geht es weiter mit einigen Bifi-Aufgaben.